Jetzt. 3, 2, 1. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Nier Automata. Ja, ich glaube, so wie ich es jetzt gemacht habe, die letzten drei Folgen, passt das, glaube ich, so. Ich guck mal, was haben wir hier? Hier haben wir noch was. Oh, mit ihr müssen wir auch noch reden. Da seid ihr ja. Und was hat der Meister zu meinem Brief gesagt? Er hat tatsächlich gesagt, er sei eine Antwort nicht wert. Ich wusste es, ist er nicht der Größte? Ich kann gar nicht genug von ihm bekommen. Was du nicht sagst. Die ist komisch. Okay, dann gucken wir mal. Hier haben wir einen Questgeber. Was ist das? Chin Ball, okay. Was haben wir hier? Verlorenes Mädchen. Da ist ein Fragezeichen. Da ist ein Fragezeichen. Ich weiß gar nicht, ob ich das verlorene Mädchen jetzt machen will. Wo ist denn die andere Jean Ball? Weil es war ja noch eine, oder? Ja, das ist für Spa. Jean Ball haben wir hier. Was haben wir hier? Aktuelles Ziel. Und noch zwei, die Nebenquests zu vergeben haben. Die andere Jean Ball müsste doch irgendwo in der Wüste sein, oder nicht? Da ist sie. Könnten wir dann gleich vielleicht das Mädchen auch noch gleich mitmachen? Ich werde jetzt so machen. Ich werde jetzt zu der gehen. Dann gehe ich zur Waffenfabrik. Und dann gehe ich hoch in die Wüste. Ich habe nämlich jetzt vor, dass ich die Folge wenigstens die Sachen hier beende. Alles klärchen. So, jetzt muss ich nur noch gucken, wie ich da hinkomme. Da? Ne, da kommen wir nicht weiter. Und was ist mit da, wo wir eh schon mal unten waren, wo wir nicht weitergekommen sind, wo die eine uns erzählt hat hier, dass sie nicht mehr arbeiten möchte? Weil irgendjemand ihr einen Korb gegeben hat. Dafür müssen wir rauf, um dann wieder runter zu gehen. Okay, da kommen wir aber gar nicht weiter. Scheint so. Das wird immer noch zu sein, oder? Ja. Ist immer noch zu. Das heißt, wir müssen eigentlich wahrscheinlich wieder dahin gehen, wo wir hergekommen sind. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo wir hergekommen sind, wa? Auf alle Fälle waren es mega viele Brücken da hinten. Okay, auf der Etage unten. Oh Gott. Hey, nein! Ich will darauf. Danke. Alter, was machen denn die ganzen Körper da?
greift die Typen doch nicht an, wenn die euch fertig machen. Das ist mega dumm, aber ey, so bekomme ich wenigstens Geld. Also soll es mir egal sein. Nein. Okay, ich muss da runter. Hopp. Dann darüber. Und da. Wo geht's da hin? Da war gerade ein Questgeber. Alter, muss ich da hoch für die Quest. Nichts sagen, sie haben uns, sie haben von einem genialen Erfinder gehört und sind schnurstracks hierher gekommen, um mich zu sehen. Stimmt's? Bestimmt, da bin ich mir sicher. Ja, ja. Immerhin bin ich das Genie, dessen Name allein schon die Erde zittern lässt. Herzukommen, um mich nach Rat zu fragen, beweist einen scharfen Verstand und ein tapferes Herz. Ja. Nun, wenn Sie ein wenig in meine Antwort investieren, dann erfülle ich, was auch immer Ihnen in den Sinn kommt. Und möchten Sie meine Antwort investieren? Nein. Bitte, Sie beschuldigen mich, ein abfälliges Geräusch in Ihre Richtung gemacht zu haben. Schrecklich, würde ich nie nicht tun, niemals. Immerhin bin ich nicht ohne Sie, nicht wahr? Warte mal, wo geht's da hin? Das könnte sein, dass das der Originalweg ist. Weil bei einem anderen Weg hatte ich gerade noch vor. Den kann ich dann beim Rückweg kann ich. Beim Rückweg werde ich einfach die Kiste, die ich vorhin gefunden habe, bevor ich zu dem Forscher gegangen bin, mitnehmen. So, wo war die Kanalisation? Die müsste da irgendwo gewesen sein, war? Ja, da. Was soll ich da angeln können? Ich frage mich ja sowieso, warum man in dem Spiel angeln sollte. Aber irgendwie japanische Spiele haben voll häufig irgendwelche Angel-Features. Aber ich verstehe halt nicht, was es hier in Nier Automata bringen soll. So. Och nö, die ist nicht Vergnügungspark, oder? Doch.
Die ist im Vergnügungspark. Gut, dass wir gerade vom Vergnügungspark gekommen sind. So, dann laufen wir jetzt in den Vergnügungspark. Alter, wir haben jetzt schon 10 Minuten und bisher habe ich es eigentlich nur geschafft, rumzulaufen. Ja, aber das Spiel besteht halt nicht nur aus Hauptmissionen und Kämpfen. Ich habe es ja schon in einer Folge angekündigt, dass ich eigentlich so ein Mate bin, der gern mal Nebenmissionen macht. Einfach, weil es auch viel mehr bringt in den Spielen. Ich meine, man kann die Spiele auch ohne Nebenmissionen durchspielen. Aber mit Nebenmission ist man halt, ja, also ich persönlich würde sagen, ein bisschen stärker immer. Hallo, kennst du eine Maschine namens Jean Paul, die hier im Dorf lebt? Meister Jean Paul ist ein geheimnisvoller Gentleman. Fast könnte man ihn sogar als suspekt bezeichnen. Dennoch ist er zugleich höchst faszinierend. Suspekt und faszinierend? Genau, und ich weiß genau das richtige Geschenk für jemanden, auf den diese Beschreibung passt. Ihr werdet es ihm doch bestimmt auf der Stelle bringen, nicht wahr? Nein. Ich werde nicht zulassen, dass dieses schreckliche Mädchen aus der Wüste sich in unsere Liebe einmischt. Schönes Glas. Gut, aber als nächstes gehen wir in die Waffenfabrik und dann in die Wüste. Und dann muss ich erstmal gucken, ob ich schaffe, die Mission abzugeben oder ob man dies nächste Folge machen müssen. Die Mission abgeben, meine ich. Aber ich werde auf alle Fälle Waffenfabrik und Wüste heute noch, also die Folge noch machen. Nein, vorbei. Hoch. So, und dann ab in die Waffenfabrik. Ist hier mal so ein Elch oder so? Ja. Genau das wollte ich erreichen. Nee, eigentlich gar nicht. Aber naja. Eigentlich wollte ich auf die Brücke, hab's aber irgendwie nicht geschafft, auf die Brücke zu kommen. Weil der Baum ist komisch. Aber da oben glitschen die Teile herum, das haben wir ja schon mal erfahren. Ich glaube, ich war in der Folge schon drauf. Nicht in der Folge, sondern im Let's Play. Aber ich bin mir gerade nicht ganz so sicher, ob das hier in dem Let's Play war oder ob das im Test war. Wie die Aufnahme läuft und so. Kristalle erhalten. The Council of Humanity has a message for all of our brave androids fighting on the surface. It has been several millennia since the aliens and their advanced force, the machine life forms, attacked us. Millennia since mankind was forced to evacuate to the surface of the moon. But thanks to your continued struggle, we have been able to survive. You, our android soldiers, are the last hope of humanity. We look forward to your continued success in combat. Glory to mankind. Sagt er da wieder was zu? Nee. Letztens sagte er ja.
was dazu, aber dieses Mal nicht. Naja, aber wir haben eine neue E-Mail, die werden wir uns natürlich sofort durchlesen. Posteingang, vorgesehene Korrespondenz 2. Achtung an alle Androiden, in den letzten Jahren haben wir immer... Das war das, was er gerade gesagt hat, oder? In den letzten Jahren haben wir immer wieder Berichte erhalten, laut denen unter dem Maschinenwesen viele seltsame Einheiten gesichtet wurden. Des Weiteren haben wir beunruhigende Berichte gehört, dass sich die Feinde den Androiden unter einem sogenannten Banner des Friedens nähern. Lasst euch nicht täuschen, die Mission aller Androiden lautet, den Feind zu zerstören. Ehre der Menschheit. Wäre cool, wenn wir jetzt überschrieben werden würden. Und dann die ganzen Leute im Dorf abschlachten würden. Okay. Warum ist der Bereich hier eigentlich rot? Da unten ist jemand. Das muss ja dann da unten sein, oder? Nee, ich bin komplett falsch. Oder? Nee. Ich bin schon richtig. Da ganz rechts muss der sein. Jetzt müsste ich quasi schon fast draufstehen. Da ist er. Okay. Naja, gehen wir jetzt erstmal rein und besorgen dem Bar die Teile. Dann gehen wir in die Wüste. Ich werde jetzt keine Aufträge annehmen. Wir arbeiten jetzt erstmal unsere Nebenmission ab und machen dann die Hauptquest. Reparieren. Der wird uns helfen. Okay, der kommt schon mal nicht. So. Vorrang haben nämlich natürlich die Maschinen, die gekennzeichnet sind. Ich glaube nicht mal, dass Maschinen gekennzeichnet sind. Blätten wir einfach mal alles weg.
Okay, die haben wir geblättert. Von euch habe ich nichts bekommen. Folgst du? Ja, du folgst, du brauchst aber ewig. Naja, ich renne jetzt einfach weiter, wenn wir denn verlieren, ist mir egal. Kommst du da mit runter? Oh ja, da ist er. Jumpst du da auch mit hoch? Nee, dafür ist die KI zu dumm. Oh nö, das ist nein. Ach, bist du dumm, nein. Okay. Ja, von da kam ich. Okay, bisher habe ich noch nichts bekommen. Kupfererz. Okay, da kommen wir nicht rein. Unser Mate ist gut, den wir uns geholt haben. Das gefällt mir. Okay, wir sind jetzt schon Stufe 12. Was ist das mit unserem Mate? Ja. Okay, den können wir nur bergen. Physische Ding haben wir erhalten. Oh. Also ich kämpfe aktuell echt gern mit dem Speer, da macht mir echt Spaß der Speer. Aber wann finden wir endlich das, was wir brauchen? Kann ja nicht wahr sein. Okay, ich dachte, es wäre rausgeflogen oder so. Komm, Alter, ich bin jetzt schon mega weit aus dem Questziel raus. Weißt du? Da muss ich auch, glaube ich, gar nicht hin. Ich renne jetzt wieder zurück.
das ist voll dumm und so. Naja, aber man kann zumindest nicht sagen, dass was für nix, dass wir es für nix getan haben, weil wir sind ein Level aufgestiegen, sind jetzt Level 12. So und so. Ab, ab. Und sprinten, meine Kleine. Das ist auch immer noch zu. Also wir müssen auf alle Fälle noch mal her, das ist unbestreitlich, unbestreitbar. Als ob ich das da hinten, als ob, wenn das das jetzt ist. Stirb, nein, so. Allein weil ich jetzt. Nee, nicht weil er was falsch gemacht hat, sondern weil ich einfach dumm bin. Oh, das hätten wir so viel schneller erledigen können. Okay. So, dann hier. Ab, ab. Markieren. Alter, bitte verzeiht mir das. Ich suche mir jetzt auch einen Bullen. Einen Bullen. Hier, Ding meine ich. Ein Elch. Damit wir ein bisschen schneller sind, weil sie rennt zwar schon extrem schnell, aber wenn man mit schon öfter mit einem Stier geritten, also mit einem Stier, warum? Wie komme ich auf Bulle oder Stier? Okay, tschüss, Grafikkarte. Aber nachdem ich halt mit einem. Nee, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte, weil ich kurz so ein Blackscreen hatte. Und schon wieder. Hopp. So. Ich hoffe, das stört die Aufnahme nicht. Ich mache jetzt aber trotzdem erstmal weiter. Tierköder verwenden. Ja, die habe ich jetzt halt nicht erwischt. Ich mache jetzt auch gar nicht mehr lang, weil, also ich kümmere mich jetzt nicht um die Gegner, weil sonst wird's euch zu langweilig. Ich kann ja auch mal offscreen ein bisschen einfach mal Farming betreiben. Leave me alone, jackass. I can't deal with your weird hobbies anymore. Like, I care what you think, jerk. Ihr könnt mich gern haben. Da reite ich jetzt einfach eiskalt dran vorbei. Ich werde vermutlich bald mal, wenn's hinhaut, Kingdom Come Deliverance, Kingdom Come Deliverance, let's play. Das war ein Spiel, das wollte ich immer schon mal bringen.
Okay, hier ist ein. Hier ist auf alle Fälle der falsche Weg. Wie kommt denn eigentlich so ein Stier in der Wüste zurecht? Ein Stier, wie komme ich auf einen Stier? Das ist ein Elch. Ein fucking Elch. Und kein Stier. Pascal? Is that you? 9F! Yes, it is me! Many apologies for the sudden transmission. I heard that you were searching for the missing child, yes? Well, if you would, please consider this a personal request from myself as well. Go find the child as quickly as you can. She's such a good little girl, and so fond of her sister. She's probably somewhere around the desert at the moment. That's where she's likely to find the dented plate her sister needs. Got it. Thank you so much. And please be careful, all right? Als ob die einfach dein Kind ist. Is that? Bleibst du stehen? Ja, dann muss ich jetzt den Elch verlassen wegen der Troller. Hallöchen, bist du die Maschine, die hier draußen nach einem Ersatzteil sucht? Hä? Wer seid ihr denn? Ich lass das jetzt, ich mag das nicht so sprechen. Deine Schwester hat uns gebeten, dich zu suchen. Hat sie? Echt? Echt? Was meinst du also? Sollen wir dich nach Hause bringen? Wah, ich hatte solche Angst. Right, let's get her back to Pascal's village. How'd you get lost out here anyway? Muss ich die jetzt echt begleiten? Oh, come on now, don't cry. Did you at least find what you needed? Yeah. She'll be happy, right? I'm sure she will. But I bet she'll be even happier to see you back home, safe and sound. Okay. Komm, gib mal Stoff hier. Kannst du auch ein bisschen schneller? No one made the desert. It's just an area that lost all its vegetation due to a lack of precipitation. This caused lasting changes in the soil, which means plants aren't able to. What's soil? Soil? It's dirt. Ground. The stuff we're walking on? Alter, jetzt haben wir so eine Escort-Mission mit einer Alten, die super langsam geht. Hey, Mister, you wanna have some wind blow through? Wind is just a force caused by changes in temperature and atmospheric pressure and... Huh. That's actually a hard question now that I think about it. Kinda deep, really. I mean, where does the wind blow from? What do you think, 2B? Don't know, don't care. Kannst du mal ein bisschen schneller gehen oder so? Oh.
du die mal in Ruhe lassen, bitte? Ich mache jetzt erstmal wieder den Botlaser rein. Kannst du mich nach Hause schieben, wenn du eh schon so lange brauchst? Dann könnte ich auch tagen. Well, machines can't really make children. Neither can androids, now that I think about it. To be? Little help here? Huh? You're the chatty one. Work it out. Oof. Mister, wait! You gotta tell me how you make children! Wow, it's getting late! Let's get you home already. Bergen. Hat die Kleine eigentlich HP? Alter Verwalter, geht die langsam. Wir hätten doch rübergehen sollen und kurz das abholen. Lurige Lady! Rosa Schleife. Bye bye. Tschüss. Was kann ich mit der rosa Schleife machen? Ausrüsten. Dann haben wir jetzt eine rosa Schleife um. Und dann holen wir jetzt noch. Ja, ich komme eh wieder. Ich hole nur kurz was ab. Well, that was exhausting. Yep. Verlorenes Mädchen wurde aktualisiert. Alles klärchen. Okay, da oben sind welche. Die Wüste regt mich tatsächlich mit dem Schlittern so ein bisschen auf, weil man halt immer den Schwung verliert, mit dem man gerade noch gelaufen ist durch Schlittern. Aber es könnte halt auch sein, dass man durch Schlittern halt viel schneller ist. Auf so Strecken zum Beispiel, auf so längeren. Okay, lauf, 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 lauf. Ja.
ein Fremder. Das Klärchen. Hallo. Hua. Ihr seid bestimmt aus Meister Jean Pauls Dorf gekommen, oder? Keine Frage. Ich kann es an euch riechen. Schnief. Ah. Okay, das ist echt merkwürdig. Ja. Jean Paul ist ist wunderbar. Ja, das. Ist mein Internet weg? Ich kann gleich mal nachgucken, ob das Internet weg ist, aber es lädt halt gerade nicht mehr hoch. Jean Paul ist wunderbar. Mit fast unbeschreiblicher Leidenschaft strebt er nach neuem Wissen. Ich verehre ihn wie sonst niemanden. Du hast Probleme. Und du hast absolut keinen Sinn fürs Anspruchsvolle. Ich wette, Männer nutzen dich ständig aus. So würde ich es nicht nehmen. Ah ja? Ich habe etwas gefunden, das Meister Jean Paul bestimmt interessieren wird. Bitte bringt es ihm schleunigst. Hey, 2B. I've been thinking about something. What? Do you think this fellow is being a little too, I don't know, glorified? That's certainly one way to put it. By the way, ich war es nicht, der das ausgepiept hat. Das wurde ausgepiept. Kommt er da überhaupt wieder hoch? Wäre schräg, wenn nicht. Kupfererz. Ja, dafür sollten wir wieder hochkommen. Ich weiß nicht, irgendwie mag ich das Wüstige vom Aussehen her. Aber ich glaube, so ein ganzes Spiel könnte ich hier nicht verbringen. Wenn man an andere Spiele denkt, wie zum Beispiel Mad Max. Ja. Halt runter. Tschüss. Ja, okay, war irgendwie klar, dass man da nicht hochkommt. Ich bringe jetzt noch die Quest heim. Da war eine Kiste. Habe ich genau gesehen. Alter, beim Aufnehmen vergeht halt so ultra viel Zeit. So, hier haben wir noch die langen. Die sind nice, weil die werden wir jetzt mein Leben wieder geben.
Da ist noch ein Chip. Autogegenstand aufheben brauche ich nicht, kann ich nicht verwenden. Die Autosachen kann ich nicht verwenden, wenn ich nicht auf Easy spiele. Weißt du, warum machen die diese Deide eigentlich rein, wenn man nicht auf Easy spielt? Das ist ja nur ein Handicap für mich. Holy shit. Die hätten ruhig eine Abkürzung einbauen können. Zurück ins Dorf. Jetzt muss ich nämlich den ganzen Weg wieder laufen bis zur Kanalisation, um von der Kanalisation dann in den Vergnügungspark zu kommen und von dem Vergnügungspark ins Dorf. Zudem werden mir jetzt gleich wieder die Typen da hinten auf die Eier gehen und da ich jetzt keinen Elch habe, brauche ich etwas länger. Ah, sie haben das Maul gehalten, nice. Jetzt brauche ich nur noch einen Elch. Scheint aber nicht so, als wäre da ein Elch. Ich werde einfach ausweichen müssen jetzt von allem, wo man drüber stolpern kann. Hohes Gras, Bordsteinkanten. Aber Körper lässt sich deswegen trotzdem nicht liegen. Immerhin bringt mir das Geld und andere Sachen. Warum bin ich eigentlich schon wieder gedamaged? Hey, gib mir mein Leben. Okay, ich habe mein Leben wieder zurück. Und bin sogar fast aufgelevelt. Das wäre aber auch hart gewesen, wenn die Nier Automata-Entwickler das kleine Mädchen, was wir gerade gerettet haben, in Anführungszeichen klein, weil die zwar doppelt so groß wie wir beide, dass die Escort-Mission, dass die nur bis zum Ende der Wüste ging, nicht wirklich bis ins Dorf, Alter. Das wäre ein bisschen, ja, hart gewesen. Ich glaube, das kann man so bezeichnen, oder? Edle Ohrringe erhalten, okay. Ich werde einfach mal gucken, was wir so für Sachen haben, die man sich anziehen kann, wie zum Beispiel die Schleife. Ich würde gern die Augenbinde wegmachen. Solange ihr mich nicht angreift, bin ich cool mit euch. Und die Kiste darf ich nicht vergessen. Alter, die Folge wird sowas von safe 10 GB groß. Du bist nur ein normaler Hopper. Nee, da muss ich runter.
große Schwestermaschine. Und das da drüben ist die kleine Schwestermaschine, what the fuck. Danke, dass ihr meine Schwester zurückgebracht habt. Danke, dank des Styles, das sie gefunden hat, fühle ich mich schon viel besser. Bitte nimmt das. Blaue Schleife. Okay. Das war das. Dann gehen wir hoch, dann müssen wir gleich noch zu Gene Ball. Und zu Pascal müssen wir wahrscheinlich auch noch. Okay, hier müssen wir Gene Ball haben. Hallo Gene Ball, hast du einen Moment Zeit? Momente sind vergänglich, man kann sie nicht besitzen. Ein verstrichener Moment ist ein verlorener Moment, ein Symbol apathischer, unbeschränkter Untätigkeit. Die könntest du vielleicht einfach dieses Geschenk annehmen? Ein Geschenk? Lass mich mal sehen. Hier bitte. Ah ja, faszinierend. Die Maschine, die es uns gab, sagte, du seist sowohl suspekt als auch faszinierend. Anscheinend ist dieses sogenannte Geschenk lediglich ein Stück schmuckloses Glas. Daher kann ich nur mutmaßen, dass... sollen wir der Frau, die es dir geschenkt hat, eine Nachricht überbringen? Für ein läppische Belanglosigkeit, nein. Also gut, lass uns gehen. Ich habe ein weiteres Geschenk für dich. Ein Geschenk? Welcher Art? Es ist ein Fossil. Eine deiner Anhängerinnen hat uns gebeten, es dir zu bringen. Ich verstehe, ich verstehe. Sie sagte, du wärst unbeschreiblich leidenschaftlich, was das Lernen betrifft oder etwas in der Art. Ein mechanisches Fossil, völlig unnütz. Sollen wir ihr von dir ausrichten oder über Schrott werde ich kein Worte vergeuden. Schrott? Gene Ball scheint sich über seine Geschenke zu freuen. Nicht über seine Geschenke zu freuen. Ich schätze, wir sollten seinen Anhängerinnen genau sagen, was er davon hält. Hm? Die warten bestimmt auf eine wohlwollende Antwort. Warte mal, müssten hier nicht auch die anderen sein? Wir hatten doch hier so Widerstandskämpfer, oder nicht? Jetzt muss ich nur noch wissen, wo die... Ah ne, die waren da bei der Schwester. Hi. Da ist es. Jetzt kann mein Begleiter reparieren, was ihn so eingeschränkt hat. Ich bin ja so froh, dass wir euch vertraut haben. Wir werden diesen Ort hier so schnell wie möglich verlassen. Bitte haltet uns die Daumen, dass wir sicher entkommen. Stufe 13 haben wir bekommen. Okay, gucken wir mal. Aktuelle Aufgaben. Das wunderbare Bar haben wir noch. Du hast dem männlichen Androiden das komplizierte Gerät gebracht. Ja, und jetzt?
Was ist das? Sheen Ball Melon Chi. Das ist das Main Ziel. Da müsste dann nochmal. Wüstenregion Lager. Hm. Ja, Chin Paul. Da haben wir dann halt nochmal, was ist das hier? Chin Paul. Und im Vergnügungspark kein. Also ja doch, das ist im Vergnügungspark. Wir haben. Der hatten wir es ja schon gesagt, genau. Ich bin Idiot, die hatte ich nämlich eigentlich gesucht. Aber, was haben wir hier jetzt noch beim Bar zu machen? Offenbar will das Bar Pascals Dorf verlassen, sobald die Wartung abgeschlossen ist. Okay. Na gut, viel Spaß. Falsch. Muss die Leiter hoch. Oh, es hat weiter, es hat weiter hochgeladen. Ganz kurz. Ich glaube, mein Internet ist so ein bisschen am Sack. So, Ausrüstung. Was haben wir hier? Erweiterungsgegenstände? Nein. Unterstützung. Großer Schleife. Treibstofffilter. Okay, die Schleife passt hier auf alle Fälle besser. Aber so kosmetische Sachen gibt's nicht, gell? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das unsere einzigen kosmetischen Teile sind. Maschinenkern, schönes Halsband. Kann ich nicht verwenden, warum? Kann verkauft werden. Ein von Menschen genutztes, ja. Warum kann ich das aber nicht verwenden? Rostiger Klumpen. Okay, ich lasse da die blaue Schleife. So. Dann speichern wir jetzt ab. Und ich danke euch fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge von Let's Play Nier Automata wieder ein. Ciao.